Und es geht weiter mit Paraworld. Ja, es geht fix jetzt los, ohne dass ich groß jetzt noch rum rede. Ich musste ja selber feststellen, dass ja, ziemlich viel los ist, okay. Und ich mal was tun müsste. Langsam. Vor allem hier unten mit meiner Steinproduktion. Ich habe gehofft, jetzt ein bisschen Ruhe zu haben, aber von wegen. Ja, Stein ist eh nicht mehr so viel an der Stelle. Was brauche ich denn, um aufzusteigen? Nächste Stufe Epoche. Holz brauchten wir noch. Gut, darum kümmern wir uns. Alle hier hin. Ja, Angriff. Sehr schön. Greift mal alle hier an. Könnt schon mal gucken. Hier war doch irgendwo dann ein Turm. Das war noch weiter höher. Dass wir wenigstens von einer Seite schon mal versuchen, Ruhe zu haben. Auch wenn wir hier schon wieder angegriffen werden. Und mein Dorfbewohner anscheinend tot ist. Oha. Mhm. So, ist alles leer. Geht klar. Kein Geht Stein klar. mehr zur Verfügung. Geht los. So. Kommt. Das ist besiegt worden. Hier haben wir Gebäude. Können gleich mal unsere Katapulte angreifen. Auf dem Weg. Geh nicht zu nah ran. Oha. Greifen sie mit Belagerungsmaschinerie an. Turm existiert noch, aber sieht nicht gut aus. Sammelpunkt mal machen hier. Und wir müssen irgendwie an Holz rankommen oder so. Stein meine ich. Stein haben wir unten. Was gibt's zu tun? Unsere Taktik eigentlich aus der Ferne anzugreifen. Ja. So, ein Tor. Wir haben jetzt auch gar keine Steinressourcen mehr groß. Versuchen wir mal die Basis zu erobern. Vielleicht bekommen wir da ein paar Steinressourcen. Hallo, Trupp 1, zurück. Mein Gott, ihr seid mir schon ein paar Pappnasen. So, Trupp 2 kann man hier den Turm nochmal angreifen. Oha. Treffen sie mich aus der Ferne an oder was? Da kommen auch schon die Bauern und reparieren alles. Ich gehe vor. Ich will mal ein bisschen schützen. Die werden wir auch angegriffen. Ich will mal hier ein bisschen die Prosaurier beschützen, die hier uns behilflich sind, die Mauer die Mauer abzureißen. Ja, und sonst. Ja, du kannst mal hier reparieren. Und sonst muss ich mir halt noch Gedanken machen, wie ich das am besten mache mit Stein. So, und hier noch. Angriff. Ich gehe vor. Wer war untätig geworden? Achso, das sind die. Stein gesammelt haben auch. Ja, müssen wir schauen. Kann ich mal hier hinsenden. Werde ich erstmal Holz sammeln. Holz ist auch immer gut. Brauchen wir auch jedes Mal. Ja, was machen unsere Katapulte? Unsere Katapulte stehen mal wieder dort, wo sie nicht stehen sollten, denn es wäre gut, wenn sie das Tor angreifen könnten. So, Angriff des Tores. Da machen sie gleich Flächenschaden gegenüber Gegner, die da durch wollen. Und ja, wir haben eine Waffenkammer. Aber nein. Ich will erstmal die Ressourcen dafür nutzen, auf die nächste Stufe zu kommen. Na gut, die greifen hier fleißig weiter Gebäude an. Die greifen fleißig das Tor an.
So, Sturm, Reinsturm. Und hier. Eure Katapulte können auch mal ein bisschen was machen. Einfach mal fleißig angreifen. Muss mal schauen, ob hier drinnen nicht noch Türme stehen. Haben die Leute eigentlich auch hier immer die dumme Angewohnheit, eigentlich einfach mitten in der Basis Türme stehen zu lassen. Oh, der ist doch schon ziemlich angekratzt, aber irgendwie, irgendwoher bekommt er noch Schaden. Ach, hier ist noch ein Turm. Den solltet ihr eigentlich schon längst zerstören. Ich weiß nicht, warum ihr... Bei einem Brachelkatapult verloren. Und du gehst mir hier in die Nähe von denen. Damit unser Brachelkatapult wieder ein bisschen geheilt wird, machen wir auch gleich mal hier den Zauber. Da heilen sich alle Tiere in der Nähe. Gucken wir mal. Zack, vollkommen heil. Ist doch sehr schön. So, ja. Jetzt wird fleißig gegnerische Basis angegriffen und zerstört. Nur Zweck der Basiszerstörung. Ihr könnt mal das Haupthaus angreifen. Scheint auch keine verloren zu haben bisher. Bloß Bauern. Die reparieren hier wieder alles. Ja, wie gesagt, mal schauen. Hier haben wir Stein. Hier haben auch wieder so einen komischen Kristall in der Nähe. Den wir auch da unten haben. Und davor, wissen wir, stehen eine ganze Menge Leute. Müssten wir eigentlich schon stark genug sein, um gegen die auch anzukämpfen. Ja, machen wir mal kurz hier Sniper-Schuss. Kopfschuss. So. Weiterhin mit den Artilleries hier angreifen. Ich würde mal hier mit Trupp Nummer 1 auch ein bisschen weiter reingehen und dazwischen haben wir ein bisschen mehr von der Basis noch. Hier haben wir wieder Türme. Sehr schön. Hier haben wir Stein. Sehr gut. Aber auch nicht mehr zu viel mehr. Aber hier haben wir Stein und hier haben wir Stein. Da haben wir noch eine ganze Menge Stein sogar. Gucken wir, wo wir am besten hinkommen. So. Unsere Dino-Katapulte gleich mal wieder attackieren. Ja, und ihr sollt nicht attackieren. Ich habe gesagt, Dino-Katapulte attackieren. Ihr lasst mal die kleinen Türme schön in Ruhe. Ah, hier haben wir Schatztruhe. Cool, Schatztruhe sammeln. Schadenswert bei allen Einheiten des Spielers. Sehr schön. Erhöhen wir den Schaden noch von allen Einheiten. Gut, wir haben Epoche Nummer 5 ausgebaut und jetzt bauen wir den ich schon letztes Mal bauen wollte. Unseren T-Rex-Titan. Jetzt haben wir leider kein Stein mehr. Waffenkammer, wo haben wir die? Das ist nicht die Waffenkammer. Waffenkammer? Kaserne? Waffenkammer. Ja, benötige alle Steine. Juhu! Ha. Super. Ja, werden wir gleich uns drum kümmern. Vielleicht haben wir genug Stein. Ich habe das Gefühl, er ist wieder zu nah dran. Reicht aus, bis hierhin zu laufen. Ja, ihr könnt mal hier attackieren. Hier unten sind da noch Häuser. Ja, es geht. Arbeit. So, da haben wir unseren T-Rex-Titan. Ja, was soll ich sagen? T-Rex-Titan. Von oben schießen ein paar Leute. Dreh dich mal um. Wir wollen kämpfen. Genau, da ist er. Und der hat einen verdammt starken Nahangriff. Ist eines der stärksten Nahkämpfer. Wir könnten noch mehr davon bauen, aber sind schon von Anfang auf Stufe 4. Das Problem. Können wir gleich die Stärke demonstrieren hier. Greifen wir mal den Gegner hier fleißig an. Dampfpanzer greifen die uns hier auch an. Und die greifen unsere Dorfbewohner mit ihrer Maschinerie an.
So. Ja, weiter zerstören. Tor haben wir zerstört. Hier ist noch ein weiteres Tor. Hier sind Rohstoffe. T-Rex. Genau. Angriff hier. Sieht man mal schon, wie viel ordentlich Schaden er produziert. Und weiterer Angriff hier. Also der haut schon ordentlich rein. Würde ich aber auch gerne mit meinem Trupp 1 verschmelzen lassen. Gegen. Ja. Greifen jetzt eben alle hier diese Dampfmaschine an, die hat verdammt viele Trefferpunkte. Ich glaube, der ist gegen. Doch, der ist gegen alles stark. Okay. Durch. So, du kommst mal mit hierher. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir untätige Leute, 3 Stück. Steine sammeln. Team 1 hier lang. Team 2 hier lang. Und ja, dann werden wir wieder eine Steinproduktion haben. Basis haben wir zerstört, werden wir von oben vielleicht nicht mehr so viel Gegner erwischen. Aber jetzt haben wir hier noch einige Gegner, auf die wir achten müssen. Gerade gegen den Druiden. Aber ich probiere mal mein Glück einfach mal. Ein Volltreffer im Visier. So. Ich habe ordentlich Schaden verursacht. Zack, der Druid ist down. Sie dürfen nicht entkommen. Und dann versuchen wir mal, gucken wir mal, was hier mit den Dingern hier auf sich hat. Und dann haben wir ja auch noch einen. Vielleicht müssen wir noch mal runter sogar. Bevor wir hier nochmal hochgehen. Sie dürfen nicht entkommen. Aber erstmal, dass wir hier alles zerstören. Zack. Schöner Angriff. Und unser T-Rex, wo ist er? Wir haben ihn unter Kontrolle. Wir wollen hier, hoch mit dir. Will dich wieder heilen. Gar nicht, aber der heilt sich glaube ich nicht automatisch. Nee, nee, der muss wie jeden anderen auch geheilt werden. So, ja. Kurze Pause. Ist schon wieder so spät. Bis gleich.